Morgen ist gut. Morgen haben wir um 11 Uhr Hochwasser. 11 Uhr, ne? Da müssen wir gerade rein bei Hochwasser. Ich glaube, heute lieber weiter. Nee, lieber Hochwasser. Morgen sind nicht schön Wellen, die nach morgen sind nur 6 Alte dabei. 6 Oldies. Auch du schwimmst? Ins insgesamt 700 Jahre. Ja, aber 6. Ja, 400. 120 Jahre. Das ist ein guter Schnitt. Ja, die werden morgen mal bügeln. Wellenreiten, solange ich kann, werde ich das irgendwie aufrechterhalten. Kleinen, schmaleren Standard, aber immer noch mit viel Spaß und gucke mir das gerne an. Eigentlich ist das so das Hauptsächliche. Es reduziert sich ja alles im Leben. Wenn man ein bisschen clever im Kopf ist, sagt man, ich muss ja nicht diese großen Dinger nehmen. Jetzt nehme ich diese kleinen und dieses schöne warme Wasser und so weiter. Das geht, kann ohne weiteres gehen. Und mit dem Aufstehen, das dauert eben ein bisschen länger, aber das funktioniert. Ja, es sind nicht mehr so viele. Sonst kenne ich es beileibe von den Älteren gar keinen mehr so, muss ich ehrlich sagen. Die Ende 60, 70 sind, ne? Oder kurz vor der 70 sind. Ich bin hier hängen geblieben, die Faszination, die Wasserwelle, die Natur hier und auch das Leben, das freie Leben, das hat mich begeistert. Wir hatten diesen Frühjahr am 26. Juni hatten wir einen Riesenswell aus West mit Wellen von zwischen 2 und 3 Metern. Das erste Mal, dass ich überhaupt drin war, dieser. Schon sehr spät, weil vorher lief nichts. Und da habe ich so gedacht, Mann, du kommst langsam an deine Grenzen. Ne? Das denkt man jedes Jahr, wenn man ins Wasser geht. Das habe ich schon vor 30 Jahren gedacht. Es ist bald vorbei. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Als Schüler hier zum Urlaub gewesen mit einem Freund. Ja, und da sind wir dann erstmal bei dem gewesen, immer am Strand jeden Tag da rumgehangen. Wellenreiten gab es ja noch nicht, aber Rettungsschwimmer, das sah schon ganz interessant aus, als man auch hörte, was man da verdienen konnte. Lehre, Schule zu Ende und Lehre zu Ende gleich beworben. Rettungsschwimmer 1964, erste Jahr hier in Kampen. In dem Alter war das genau das Richtige, was man brauchte. War gleichzeitig Psychologiestudium und alles in eins. Jens ist ein super Typ, also. Wir haben ihn damals immer bewundert. Erstmal kam er aus Hamburg. Wir waren ja in Solana, wir waren immer so ein bisschen hinterm Berg, hätte ich fast gesagt. Und dass sich Hamburger überhaupt für uns interessierten. Und Jens als Surfer brachte immer ganz neue Ideen auch mit rein. Und er war von Anfang an auch einer der fanatischen Wellenreiter mit, ja.
Na, es war folgendermaßen. Wir haben hier schon immer irgendwie mit den Wellen rumgespielt. Ich bin zwar ein guter Schwimmer gewesen, aber nie gerne geschwommen. Das heißt, nur ins Wasser gegangen, wenn irgendwelche Wellen waren, wo man ein bisschen was machen konnte. Bodysurfen aus Naturantrieb gemacht, schon ohne jemals was vom Wellenreiten gehört zu haben. Und dann hatten wir auch diese schweren Rettungsbretter ohne alles, aber 4,5 Meter lang. 50 Kilo schwer. Da haben wir schon einige gewaltige Stürze mitgedreht. Und ich konnte, damit konnte auch der Welle nur geradeaus fahren. Ne? Und dann kam im Jahre 66 irgendein Kollege, wer das war, weiß ich nicht mehr, mit dem Rieders Deutsches Heft, schönen deutschen Ausgabe, mit einem schönen Bericht über Wellenreiten, Hawaii natürlich, USA, Australien, Neuseeland. Ich dachte, mein Gott, nochmal, was wir hier machen, das wird woanders ja auch gemacht. Wir hatten vorher nie was davon erfahren. Und in dieser Zeitschrift war so ein hawaiianischer Surfer, der auf einer unwahrscheinlichen Welle stand. Und das hat uns irgendwie fasziniert. Und da gab es dann einen kleinen Schlusssatz, der wahrscheinlich mein Leben ganz schön verändert hat. Dass da stand, die ersten Wellenreiter wurden auch schon im Südwesten Frankreichs in Biarritz gesehen. Und das war für uns dann eigentlich das Stichwort, Ende der Saison als Rettungsschwimmer einzupacken. Und darunter zu jagen und zu gucken, wie das da ist. Heute hier, morgen dort, bin, komm, da muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Und dann entfaltete sich das langsam alles. Alles musste nach Biarritz. Alles musste nach Biarritz, die Gegend dort. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich. Alles traf sich speziell im Herbst dort unten. Es war also praktisch eine internationale Sache, wir dann mit unseren alten Autos, mit den alten VW-Bussen. Und dann dieser Kontakt untereinander, das war's. Und dann haben wir gleich so Schlüsselerlebnisse von spiegelglattem Wasser mit 5 Meter hohen Wellen, die wir dann erstmal bodysurfmäßig angetackelt haben, dann haben wir die ersten richtigen Wellenreiter getroffen. Australier und dann auch französische Einheimische, den Michel Ballang, der dann schon Bretter produzierte da in Bayonne. Und ja, da haben wir dann unsere 7 Mann waren wir, 7 Bretter in Auftrag gegeben. War nun schon Ende 66, kriegten wir dann im Mai, Juni 67, mal einmal war die Meldung da, Güterbahnhof, Westerland, 7 Bretter angekommen. Ging noch über den Zoll alles damals, musste immer am Zoll ausgelöst werden. Wenn wir die ersten Bretter hatten, wir wussten ja gar nicht, wie sollten wir auf diesen Brettern stehen. Das war ja glatt wie Hund. Und das ist nicht so wie heute, sage ich mal, dass man da so ein schönes Wachs hat und einen schönen Rauf und so weiter. Ne? Was sich dann natürlich ein bisschen komisch aussah, weil man gleich auf der anderen Seite wieder runterfiel, wenn man sich aufs Brett schmiss. Haben wir nicht gewusst. Wir waren das erste Mal, wie gesagt, da 2 Jahre nach Biarritz gefahren waren, da sahen wir, die wachsen ihre Bretter. Dann haben wir in Frankreich wohl von den Engländern mal so ein Rezept bekommen, würde man sagen. Da haben wir selber ein bisschen versucht, aber das wurde nie so das Richtige. Die sind mit der Formel nie rausgekommen. Einer, der hatte sich ein Brett ein Jahr später gekauft, mein Freund Klaus, der hatte sein Brett mit Farbe bestrichen, ne? Tesafilm drüber, Farbe bestrichen und dann Tesafilm abgezogen und dann auf die Farbe Sand geschmissen. Und da hatte so ein schönes Rautenmuster drauf und aber sein Anzug, der war innerhalb von, ich würde sagen, von 14 Tagen war der durchgescheuert von dem Sand. Man hatte selber Teppichflecken draufgeklebt, altes Gummi und so, um ein bisschen Halt zu haben. Bis wir dann irgendwann mal mitkriegten, dass man das zu wachsen hat, die Oberfläche, um rutschfest zu bleiben. Aber das haben wir auch langsam rausgekriegt und eigentlich nach 2-3 Tagen hat jeder irgendwie seine ersten Wellen geritten. Weil wir eben schon Wellenkenntnis und alles hatten, so ein bisschen die Bedingungen hier sowieso. Und dann warteten wir eigentlich nur noch drauf, dass man so schnell wie möglich Ende der Saison wieder runter nach Frankreich kommt. Ruhe! We'll be right back.
Hydrat hat mir gesagt, dass er das erste Mal 1954 auf einem Rettungsbrett vor Westerland das umfunktioniert hat. Das waren eigentlich Rettungsbretter für glattes Wasser, mit denen man eben Rettungsaktionen auch bei glattem Wasser, bei Ostwind, ist man da rausgepaddelt, um jemanden zu retten, der damals mit seiner Luftmatratze in Seenot gekommen ist. Ist man schnell da gewesen, hat ihn aufs Brett mitgenommen und zurückgepaddelt oder er hat sich hinten festgehalten. Ich habe so, auch so 2,5 Meter Wellen abgerutscht. Nee. Der war damals so bei uns hier vor der Himmelsleiter. Dings bei uns südlich weiter vom Hauptstrand, da war eine große Sandbank. Und die war so, lag so 100 bis 200 Meter draußen vor. Und da sind wir immer rübergerutscht, da liefen die Wellen. Da sind wir so ein paar hundert Meter über Wellen gerutscht, auch stehend über Wellen gerutscht. Nee. Er hat nie ein anderes Bett benutzt, nur die Rettungsbretter. Er ist jetzt an die 80, glaube ich. Er war der Erste, das ist wahr. Uwe surfte immer auf den großen Rettungsbrettern. Wir klauten sie immer, wie wir noch klein waren. Wenn die Feierabend hatten, das Brett lag immer im Wagen, dann klauten wir uns die Bretter, um dann damit zu surfen. Ja, das war Uwe Draht. Guter Mann. Guter Schwimmer, guter Surfer. Er war unser Vorgesetzter und strenger Lehrmeister. Hart gegen uns manchmal. Und ich war immer froh, dass ich nicht in Westerland als Rettungsschwimmer war, wo er eigentlich der Oberbademeister war. Ich war ja auch eine ganz andere Generation. Und ein klein bisschen mehr Verantwortungsgefühl. Nicht? Und das mussten die Burschen auch haben. Also wenn da das war manchmal, also ein Sack Flöhüten war manchmal bald angenehmer. Nicht? Aber nachher sind wir eigentlich sehr gut miteinander klargekommen und haben uns respektiert. Und so wie ich weiß, ohne ihn selber gesehen zu haben, soll er eigentlich der Erste hier oben gewesen sein. Und ich bin überzeugt, dass es irgendwo immer mal irgendwelche Deutsche schon gab, die in Australien mal gelebt haben oder was weiß ich, und als Jungster schon angefangen haben und so. Also das will ich gar nicht für uns in Anspruch nehmen. Aber das Surfen in Deutschland nehme ich mal an. Eigentlich sind wir 7 Surfer dann nach 66, als wir 67 Bretter kamen, eigentlich die Ersten, die das dann richtig hardcore gemacht haben. Die 7 Leute waren, ich muss mal eben das Bild mir noch mal vor Augen halten, Walter Viereck. Uwe Behrens, Dieter Behrens, Manni Friedebold, Falk Eitner, Ebi Pahlen, Jens Körner. Das waren die 7 Söder, die damit anfingen. Alle aus der Schwimmerei, wir kannten alle vom Strand. Das war so die erste Clique. Nicht? Und Ebi Pahlen, den gibt es ja leider nicht mehr so, der guckt von oben zu. Und wenn dann gute Wellen sind, dann sagt er, mein Gott, da wäre ich gerne noch dabei gewesen. Nicht? Wir waren die Ersten, ja. Wir waren sogar nachweislich die Ersten. Nachher kamen ein paar Münchner, stießen hierzu. Aus Sonthofen war mal einer. Aber die sind alle irgendwie durch Mundpropaganda, dass sie dann hierher kommen. Die waren nie vor uns, waren keine unterwegs. Nicht wissentlich für uns. Wir haben immer mal gefragt, wer weiß mehr über die Sache? Und es kamen ja viele Gäste auch zu uns auf die Insel. Wer weiß mehr? Und dieses Amerika und Australien, das viel öfters. Aber das hier in Deutschland selber, da waren wir, ich denke mir mal, ganz alleine. Und wenn ich mir so also Borkum und Jüst und sowas ansehe, da sahen die Voraussetzungen wohl noch nicht so gut. Und das, also die Szene, Surfszene mit den Brettern, das ist Geburtsstunde hier auf dieser Insel hier für uns. Das waren so die alten Hasen und die hatten wirklich die riesen Schinken von Ballon und sind damit gesurft, klassisch. Und ja, so sind wir natürlich da auch dazugekommen. Ging gar nicht anders. Ich war ja damals die Jungsurfer, die waren eben die andere Generation und wir waren die Jungen, die nachkamen. Ne? Gleich einen Surfclub gegründet, damit wir dann auch irgendwie unabhängig waren von den Sylter Barpreisen. Alle waren Handwerker, irgendwie der eine Maurer, der andere Zimmermann, der andere das. Da hatte man so einen alten Schweinestall schnell umgestaltet. Da wohnte ich damals drin, das hatte ich gepachtet und da hatten wir einen Surfclub drin. Ja, so fing das eigentlich damals an. Dollar Treffpunkt. War Insel bekannt. Wer also aufgenommen worden ist oder mal mit durfte in den Surfclub, der war geadelt. Und das ist ja, waren alle locker drauf, nicht? Die Frauen, das war ja alles. Ich sage immer so,
wenn jemand einem das verspricht, das erwartet dich oben. Das wäre eine tolle Sache. Und jedes Mal hast du eine tolle Zwiebelsuppe gekocht. Mit Käse drauf. Oh, die war lecker. Ganz toll war das. Nee, da haben wir viel Spaß gehabt. Wir haben getanzt und alles Mögliche. Ich glaube, da war Jens auch noch mit bei, ne? Jens war immer dabei, jeden Tag. Naja, am nächsten Tag hat er manchmal ganz schön der Kopf weh, auf jeden Fall. Wenn da so ein Drink nur 50 Pfennig kostet oder 70. Da trafen wir uns dann zweimal die Woche, hatten unsere eigene Musik, unsere eigenen Getränke. Aber irgendwann artete das aus, da waren so viele Fremde reingekommen und die waren nur am Saufen und das gefiel mir nicht. Und damals war ich das erste Mal aus England gekommen und wollte gerne mal, dass wir uns von unserem vielen Geld, wir hatten viel Geld über in unserer Kasse, war so ein Bruderbrandungsboot kaufen. Ne? Aber da wurde ich ausgelacht und dann bin ich aus dem Club ausgetreten. Also ich habe ihn gegründet, aber auch der Erste, der ausgetreten ist. Und dann ging er auch irgendwann tot. Unser Surfclub Sylt. Und dann die ersten Filmveranstaltungen am Strand, Super 8 Filme von John Severson mit Wellen von Waimea Bay. War natürlich immer ein Riesengegröhle. Ja, das waren eigentlich so die Anfänge. Nach 17 Uhr, nach Dienstschluss, haben wir uns bei guten Wellen verabredet. Hier in Kampen an der Sturmhaube war eine schöne Sandbank. Und da konnten wir rausgehen und surfen. Also das war eine richtige Demonstration. So, das war 68, 69, 70. Und da war noch die alte Sturmhaube da. Und das war mit das Schönste, auch so von der Welle her. Und die ersten schönen großen Wellen auf Sylt, man hat ja selten, dass man schöne große hat. Windstille, so 2-3 Meter Wellen. Und das hat ein paar Mal geklappt. Also das war, anschließend ging man dann ins Bonny oder ins Mikes. In Kampen, das wurde dann ordentlich gefeiert, die ganze Nacht durch. Die Leute dachten, wir sind alle verrückt. Ja, die Verrückten kommen. Ja, wir haben dann noch ein paar Leute dazu gekriegt, die sich dann auch Schnellbretter besorgt haben. Und dann waren wir immer eine Truppe von 18 Mann, die dann hier schon rumfuhren. Wir waren ja nicht so eine Clique nur für uns. Wir hatten ja dann unsere Bekannte, haben wir gesagt, Mensch, der passt genau ins Leben rein, der kommt gut zurecht im Wasser und immer mit. Ich war immer eine offene Gesellschaft, immer. War nie irgendwie so ein Zirkel, wo man sagte, ist nicht. Also immer offen und dadurch war das natürlich auch für uns auch so interessant. Wir haben ja so viele Menschen kennengelernt. Und das hat mich damals so begeistert, weil ich gut schwimmen konnte. Mit Bodysurf erst so 1-2 Jahre und dann haben die mich überredet, mach doch auch Surfen. Gaston ist ein alter Freund von uns, der kam auch in den 60ern schon auf die Insel und wurde gleich begeisterter Surfer. Er ist Österreicher, glaube ich. Und surft heute noch. Ist eigentlich der Älteste. Er ist jetzt ein Jahr älter wie ich. Ja, die haben schon gefragt hier, was wir da machen und warum wir kein Segel haben und oder von wo wir das her haben. Also, ja, die Ureinwohner, die machen das. Und hatten manche dumm geguckt und sagten, hier, die wollen das nur veralbern. Aber das ist nun mal so ein Sport der Insulaner, der Ureinwohner von Hawaii drüben. Und hatten wir gesagt, wir sind auch Ureinwohner. Die Ursilter. Also wir hatten immer so ein bisschen Interesse und auch Publikum, nicht? Die dann also unsere Anfänge gesehen haben und wenn wir dann mal eine gute Welle hatten, das war dann eine tolle Sache, da standen sie immer alle da und freuten sich. Nicht? Es war also keine Sensationslüstereien, wir waren ja nicht diese ganz großen Kerle, nur wir waren verliebt in diesen Sport. Die waren da alle so am Strand, auch abends nach Dienstschluss waren die alle da, saßen oben in den VW-Bussen, haben da auch mal ein kleines Feierabendbier getrunken. Jedenfalls kannten wir die Leute nicht und sind dann mit unseren Luftmatratzen immer in der Brandung vor dem Rettungsschwimmerwagen gewesen. Es gab wirklich sagenhaft wenig Surfer da zu der Zeit. Das war was ganz Besonderes, würde ich schon sagen. Aber es war so, dass es da gar keine Szene drumherum gab. Also wenn da jemand mal ein T-Shirt hatte, wo ein Surfer drauf war, das war schon was ganz Irres.
Und ich habe mir eine spezielle Luftmatratze gemacht. Ich habe das Kopfteil vorne abgeschnitten und habe die Seitenteile versteift mit Besenstielen, habe das alles so rumgebastelt und habe versucht, eben auf der Luftmatratze schon aufzustehen. Und eines Tages tauchte ich dann auf mit voll gebrochenem Gerät und bin ganz geknickt, genauso geknickt wie meine Luftmatratze, bin ich dann an den Strand zurückgekommen. Und ab da hatten sie dann irgendwie Mitleid mit uns, kann man schon sagen, und haben uns gesagt, ihr könnt in Zukunft unsere Bretter leihen. Prima, und ihr könnt uns ja ab und zu mal kleine Gefallen tun, und das haben wir natürlich gemacht, sind da in die Nebenbuhlenfelder gerannt, mit der Hupe haben die Leute rausgehupt oder sind mal zum Kaufmann gerannt, haben Kuchen oder mal eine Pulle Bier für abends geholt. Und eine Bedingung hatten sie, eine wichtige Bedingung, das habe ich bis heute noch in meinem Hinterkopf. Sie haben gesagt, wenn ihr raucht, dann bekommt ihr keine Bretter von uns. Damals mit Jürgen, wie Jürgen Hünscheid so klein war, habe ich ihn unter meine Fittiche genommen. Da war 12 oder 13. Und wir fingen dann damals an, und Jürgen war ein Riesentalent, der kleine Jürgen Hünscheid. Dann gab es immer den berühmten Kaffee- und Kuchenabends nachmittags bei Uwe. Und das war eigentlich so schwerer englischer Plumcake. Mit Tee gab es immer so um 4, 5 Uhr. Und zufälligerweise war unsere ganze Jungswerfer-Clique immer bei ihm. Egal, Windstärke 11. Regen, noch keine Nassanzüge, keine Leash, alles gab es das noch nicht. Dann noch diese schönen Bretter, die so 10 Fuß lang waren. Mit Gewicht und Länge und alles, ja. Ah, das sah schon richtig gut aus. Also die konnten das schon ganz gut. Die surfen die Wellen schräg ab auf ihren Longboards. Es gab auch noch keine Verbindungsleine zum Brett, also eine sogenannte Leash. Das wurde erst alles viel später erfunden. Ich hatte mir eine Leash mal gebaut aus so einem Zip, so ein Gummiband, so ein dickes. Aber wenn ich runterfiel in irgendeiner Welle, dann zog sich mein Knoten manchmal zu. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, den wieder von meinem Fuß zu lösen. Das Blut wurde abgeschnürt. Ne? Wenn man die verloren hat im Riff, war nur noch Kleinholz da. Das ganze Kapital weg da. Da hat man immer einen da, musste an Land bleiben am Riff. Und wenn die Boards rankamen, hat er die gleich rausgeholt. Auch für andere noch. Denn man konnte sich das nicht erlauben. Also einmal surfen, ein Board kaputt. Reparieren konnte man noch nicht so richtig. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand fiel und musste ja dem Brett hinterher schwimmen, und das war schon eine mühsame Sache. Damals hatte Schwimmen beim Wellenreiten noch einen ganz anderen Stellenwert. Ja, und da wurde man eigentlich sehr fit, dann für die angenehmen Wellen, egal welche Höhe, in Biarritz unten. Da haben wir gleich die ersten Erlebnisse gehabt von 18, 20 Fußwellen, die wir angegangen sind. Die anderen haben uns für verrückt erklärt, als sie hörten, dass wir seit 3 Monaten surfen. Und einen Riesenspaß gehabt, und ich bin dann gleich mit Gaston, haben wir uns gleich den ganzen Winter für Gran Canaria entschieden. Da waren wir dann auch Pioniere. Da gab es nur einen Südafrikaner, der schon meinte, dass er da ein Business auch machen könnte mit Wellenreiten. Dann aber enttäuscht schon seine Rückticket gelöst hatte, ich ihm sein Brett abgekauft habe. Ja, da waren wir dann ganz alleine. Wir waren so die ersten Surfer da unten mit ein paar Engländern. Die Spanier, die hatten da mit großen Augen geguckt, was da auf sie zukommt. Und nachher kamen noch mal zwei schon ganz populäre Surfer. Der eine hatte schon mehrere Artikel dann für Surfer-Magazin geschrieben von John Severson. Ian Harewood, dessen Bruder später mal Europameister wurde, sein kleiner Bruder von Jersey und der andere von Guernsey. Die haben uns dann mal ein bisschen gezeigt, wie es eigentlich richtig geht. Nicht nur geradeaus und sowas, sondern auch schon mal eine Tube versuchen anzufahren. Und daher kam noch einer, John Conway, der später das erste Wellenreitmagazin in England gemacht hat. Ja, und das war's. Und ein Jahr später, so habe ich gehört, waren da schon 200 Mann dann da. Und so ging da die Entwicklung immer weiter. Und ich habe mich dann eigentlich entschieden, nur noch Wellenreiten zu machen zwischendurch, wenn es passte. Rettungsschwimmer, weil man sehr gutes Geld hier verdiente für die Zeit. Ja, und dann eigentlich den Winter unterwegs. So viel, wenig Geld wie möglich hier ausgegeben. Und dann Ende September weg und im April wiedergekommen. Und da wir ja motorisiert waren, hatten unsere Bretter immer mit. Wir hatten unser Bett hatten wir mit. Wir waren rundherum glücklich. Ja, mit dem 600er Fiat Auto.
zwei Mann rein, zwei Bretter oben drauf, Schlafsack mit, neben dem Auto geschlafen. Sind da 2000 Kilometer dahin, ist eine ordentliche Strecke. Da haben wir dann meistens in so einer Kommune gewohnt, haben uns mit 1968, da wohnten wir mit 11 Leuten in so einer Villa. Kostete dann 300 Franken im Monat, voll eingerichtet. 7 Nationen wahrscheinlich, Engländer, Australier, Neuseeländer, wir Deutschen. Noch irgendwie ein Amerikaner dazwischen. Und ja, und dann ging die Entwicklung, dann ging schon los, dass die Bretter kleiner wurden. Einer der damaligen Weltmeister, das war Ned Young, den habe ich da kennengelernt. Miki Dora habe ich da kennengelernt. Und die ganzen Ted Spencer, Keith Paul, Wayne Lynch. Und dann haben wir natürlich auch mal die richtigen Cracks gesehen, die aus Amerika kamen oder aus England oder Australien und so weiter. Da hat man natürlich viel sich abgucken können. Viel, ne? Ja, und dann sah man eigentlich, was Wellenreiten richtig sein kann. Dann auch 68 war erstmal schon auf Sylt ein relativ gutes Jahr und wohl weltweit überall nur gute Wellen. Dann bestellte ich dann 2 Jahre später bei Jack O'Neill in Amerika, in Kalifornien, Nassanzüge, die hatten wir ja auch noch nicht. Und die schickte er uns dann auch, da hatte ich, weiß ich nicht, auch, ich glaube, 15 Stück bestellt. Und daraufhin kam Jack O'Neill dann 1 oder 2 Jahre später mal nach Sylt, der Alte, ne? Und war so begeistert von unserer Küste, er war richtig begeistert, ne? Wir waren noch surfen, das war Anfang Oktober und hat einen riesen Swell aus Südwest. Vorher war ein Sturm gelaufen und hatten wir richtig schöne Wellen. Und dann waren wir in Westland auf der Sandbank am Surfen, Jack O'Neill und ich. Und er fand das Wasser auch so warm, es war saukalt, das Wasser, aber er fand es so warm. Kalifornien ist wahrscheinlich sehr kalt. Aber er ist nie wieder gekommen. Wahrscheinlich hat er seinen Laden so expandiert, dass er keine Zeit mehr hatte. Er hat sich nie wieder gemeldet. Aber es war schön. Und ich kann mich an so Szenen erinnern, dass ich ihm dabei geholfen habe, aus seinem Nassanzug rauszukommen. Das ist nicht wie heute so ein kompletter Vollanzug, sondern so ein geteilter Anzug mit so einem, also einem Suit drüber. Und da war es immer tierisch schwer rauszukommen. Und dann ich bin immer gestanden und so gezogen. Er hat sich dann festgehalten bei mir. So. An diese Szenen kann ich mich erinnern. Da war ich, weiß nicht, 8. Man kühlt ja unwahrscheinlich schnell aus. Die Anzüge heute, die bleiben ja stundenlang bei 10 Grad im Wasser. Das konnten wir damals gar nicht mehr. Wir hatten einmal so eine Attacke gemacht. Ich wohne dicht an den Dünen in Westerland. Genau Heiligabend hatten wir so ein Sturmtief draußen gehabt. Aber bei uns waren wir im Auge gewesen. Das Auge heißt, wir haben nur Wellen gehabt, ohne Wind. Die gingen an der Mikrohalle bis an der Wand dran. Und dann fuhr ich damals so einen alten Mercedes. Da stecken unsere Bretter rein, einen offenen. Und dann fuhren wir da rüber. Ja, und das war unser einzigster Wintereinsatz, wo wir mal gesurft sind. Und heutzutage, wenn das Wetter mitspielt, ob das Januar, Februar, März ist, das sind immer irgendwelche Leute längs der Küste im Wasser. Durch diese guten Anzüge. Ich hatte eine Ente. Ich habe 25 Jahre lang Ente gefahren. Und da konnte man dann schlafen, da konnte man sein Brett gut drauf tun. Da kam man überall mit hin, auch durch schwieriges Gelände. Und Uwe hat uns auch mitgenommen auf Surftouren nach Dänemark in seiner Ente oder hat uns auf Sylt auch viel rumgefahren. Und da kann ich nur noch mal nachträglich sagen, vielen Dank, Uwe. Immer wenn man Zeit hatte, fuhr man runter zum Surfen. Ne? War schön. Einmal waren die Engländer verblüfft. Da waren wir in Gitteri. Da standen wir unten alle mit unseren Bussen und unseren Fahrzeugen. Und wir hatten ja unsere provisorische Küche hatten wir mit. Und die Engländer, die waren ja auch immer sehr, sehr spartanisch im Essen und allen. Und die machten in der Nacht mit das immer so einen schönen Tee. Und ich weiß noch, Dieter Behrens und so weiter, der hatte dann so einen Petroleumkocher und so weiter. Und dann hatte er eine große Blechdose. Und die haben ja nun die Königin in England. Und dann sagt er, und wir machen jetzt Kaisertee, sagt er. Und da stand ja ein ganz groß Kaiser drauf. Und das fanden die Engländer so konkret. Die standen nachher immer Schlange und wollten Kaisertee trinken. Ich bin dann in die Reiseszene gegangen und bin dann mehr oder weniger 12 Jahre nur Wellenreiten gewesen. Wenn wir dann fertig waren mit der Schwimmerei, dann zogen wir in die Ferne und verlängerten den Sommer.
Ja, und dann wurde man den Umständen entsprechend, dafür, dass man erst mit 23 Jahren angefangen hatte, relativ gut. So zwei, drei Jahre dauerte schon, ehe man einigermaßen sicher ist auf der Welle. Aber dann hat mich das gepackt, das war wie eine Sucht. Also Surfen ist ein Supersport für den Körper, meine ich jetzt. Ich glaube auch für den Geist, wenn man das richtige Feeling hat dafür. Nö, das ist, ich glaube, eine der besten Sportarten, mit die es überhaupt gibt. Ich sage immer so ein bisschen wie Kirche, da draußen zu sein, auf seinem Brett, in der Sonne. Und dann dieses Auf und Ab auf dem Brett, dann kommt diese Welle langsam an. Das ist so richtig schön. Wenn man das also vielen Menschen so weitergeben könnte, dann wären die Kirchen voll. Das Wellenreiten ist einfach der Kontakt mit der Natur, der direkte Kontakt, die Ruhe auf dem Wasser, die Farben, das Erlebnis, da raus, da eine Welle runterzufahren, vielleicht sogar mal eine Röhre zu schaffen, eine Tube. Das ist einmalig, das habe ich bei keiner anderen Sportart wiedergefunden. Mit der Natur, so mit den Wellen so zu kämpfen, das ist besseres, Schöneres gibt es gar nicht, nicht. Erstmal braucht man natürlich, man braucht schöne Wellen und natürlich ein schönes, ordentliches Auge. Nicht? Man muss immer sehen, welche Welle nehme ich nun, nicht? Die am besten rankommt und so alles. Nicht? Das ist, und man muss auch ein bisschen ordentlich Kraft in den Armen haben. Nicht? Man muss hart arbeiten, um da auch Erfolg zu haben, so ein bisschen, damit der Sport etwas leichter geht. Als wenn du unvorbereitet rangehst, dann ist das nicht so gut. Immer wenn ich am Hauptstrand Westerland dann gesurft habe letztes Jahr, da habe ich Gaston gesehen und der ist ja auch noch voll fit. Wie alle da, ne, aus der Clique. Die sind alle irgendwie noch gut dabei und alle am Surfen und haben Spaß dabei. Und das freut mich für alle. Wenn du jeden Tag Wellen reitest, eine bessere Ausbildung für den Körper gibt es nirgends. Ich bin auch der Meinung, da brauchst du überhaupt nichts anderes machen. Wenn du natürlich vielleicht Weltmeister werden willst, dann musst du vielleicht eben diese Zehntel noch besser sein. Aber doch nicht beim reinen Spaß surfen. Da wächst du mit der Sache. Das wäre so, wenn es keine Lifte geben würde, dann würde es auch viel weniger Verletzungen geben und die Leute, wenn sie erstmal da hochlaufen müssen, wo sie dann wieder runterfahren. Deswegen gibt es Gott sei Dank auch noch keine Lifte beim Wellenreiten. Das wäre furchtbar. Das wäre das Ende. Ja, das ist so ein Modesport geworden. Ne? Ich finde es aber recht amüsant, wenn ich so in den Surfschulen mich mal hinstelle und mal ein bisschen zugucke. Es ist eigentlich recht amüsant, wie sie da den Leuten das Surfen beibringen. Ne? Manchmal sind Leute dabei, habe ich in Portugal mal gestaunt, mit solchen Bräuchen, die dann meinen, die können da auf dem Brett liegen und hochspringen und so weiter, machen ihre Trockenübungen. Aber trotzdem ist es ja gut, wenn einer versucht, sich sportlich zu betätigen. Ist ja immer gut. Der große Hype, das ist ja eigentlich erst so seit ein paar Jahren, so, dass das in die Geschäfte kommt und sowas alles. Ne? Ich wundere mich, wer alles surft, wo die alle herkommen. Unglaublich. Man sieht hier ja auch, dass der Nachwuchs ist ja sagenhaft. Die Breite hier, die Masse, die sehr gut ist, auch Frauen und Kinder. Und das ist schon schön, wenn man sagt, Mensch, wir waren so ein bisschen die Väter des Surfs hier auf Sylt. Ich habe das Gefühl, einfach die Leute, die damit zu tun haben, jetzt nicht wettkampfmäßig, sondern die einfach nur aus reiner Passion Wellen reiten, dass das alles angenehme Menschen sind. Mit einem ganz anderen Blick aufs Leben und im Prinzip gibt es da keine Aggressivität. Das ist alles erst durch Kommerz reingekommen. Nee, das war also in den 60ern, 70ern war es richtig schön entspannt in Europa. Vor allem, wenn man das deutsche Surfer denkt, weil sie keine Deutschen kannten. Nee, das war schon eine schöne Zeit. Das ist einfach ein Lebensstil für mich gewesen und auch nichts Aufgesetztes, sondern einfach dieses
Wellen angucken, entdecken. Für mich war wichtig, Sachen zu surfen, alleine, wo noch nie jemand war. Also ich glaube wohl, dass der liebe Gott, sag ich mal, auch so extra so einen Blick hat auf die Surfer und auf diese Sylter Surfer. Ne? Wir sind alle gut durchs Leben gekommen und da ist nie was Großes passiert. Und da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar drüber. Ist ja nicht alles so selbstverständlich. Der Rücken, der ist ein bisschen steif geworden. Und jetzt habe ich so einen Wavrider zum Paddeln. Genauso schön, genauso anstrengend und macht genauso viel Spaß. Ich habe so eine schöne Zeit gehabt und irgendwann macht man dann mal so einen Schnitt und dann sind vielleicht auch Interessen irgendwas anderes, dass man sagt, ich möchte gerne noch was anderes machen. Ich mache gerne noch dieses, jetzt seit ein paar Jahren, auch wieder ein bisschen zu spät, dieses hier Strandsegeln, das auf der Insel Röhm. Ich suche mal eine ruhige Gegend aus oder ruhige Wetterlage, dann komme ich gut zurecht. Aber so in diesem Stress, wo du auf dem Punkt was machen musst und das klappt nicht, wie das ja manchmal so ist. Oder kannst du, als wenn du die Best an Bord hast, kann man so sagen. Die großen Wellen schafft man irgendwann auch nicht mehr, aber der Spaß auch bei kleineren, der ist genauso groß. Der ist absolut immer da. Auch wenn man nur diese paar Sekunden und ein paar Meter da auf dem Wasser steht. Aber der Spaß ist ungebrochen. Ungebrochen. Wir waren im Winter surfen. Das hat uns als jungen Menschen nichts ausgemacht. Aber heute kann ich nicht mehr so gut gegen angehen, die Kälte. Ich glaube, das ist das Einzige, was einen so ein bisschen davon abhalten könnte, irgendwann mal aufzuhören. Aber noch mache ich weiter, solange wie es geht. Ich hoffe mindestens bis 70. Ja, bis 70 möchte ich schon gerne sagen. Das ist jetzt so ein Schnittpunkt. Es wären noch gut drei Jahre. Das schaffe ich auch noch, hoffe ich. Toi, toi, toi.